Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Burial at Sea Episode 2. Und wir betreten jetzt die Tür. Und schauen, was sich dahinter verbirgt. Unser altes Ich ist es anscheinend nicht. Oh. Vox Populi, you must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably inside the factory. On our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Das könnte ein Paradox auslösen. Eisener Vorhang. Oh, das ist cool. Das ist cool. Definitiv. Ob wir das jetzt einsetzen, weiß ich nicht. Weil ich eher der Heimliche bin. Hier waren wir also gerade erst vor kurzem, ne? Ja, vor kurzem. Vor ein paar Wochen. Ration Essen. Hey, das gefällt mir gar nicht hier. Das gefällt mir gar nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Schön ist was anderes. Was war das? Abgeschlossen, ernsthaft? Ich komme hier aber nicht rein. Da komme ich auch nicht lang. Da auch nicht. Es gibt nur einen Weg. Oder habe ich hier irgendwas vergessen? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir müssen da lang. Was quatschen die denn da? Hä? Finde Finks Labor. Oh. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Oh, Büro von Jeremiah Fink. And you done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said... And a famous man shall say... I may reach the mountaintop. But I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play? Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive, a girl. She must leave, a woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play? Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Diese Schweine. Sie wollten, dass sie stirbt. Durch meine Hände. Durch Elizabeths Hände. Sie wollten es. Es war alles geplant. Sie war nicht böse. Die zwei sind das pure Böse, ey. Seht her. Die wurden gefangen genommen. Der Sohn, den wir gerettet haben, und den anderen, den wir gekillt haben. Sie wollte den Sohn nicht umbringen. Sie hat es so getan, als ob. Oh Gott, ist das schlimm. Jetzt wird es langsam echt verwirrend hier. Oh Gott, das löst so einige Fragen. Oh, dieses Addon ist eigentlich recht geil, muss ich schon sagen, aber... Dieses Rumschleichen und dieses... Ich glaube nicht, dass sie auf meiner Seite sind. Aber netten Hintern hat sie.
Noch einer. Toll, wir töten einen und einer kommt hinterher. Die halten uns für einen Verräter, ja? Was ergibt's denn? Da ist noch was. Wieder in Columbia. Das ist in beiden Spielen spielt, ist schon cool, ne? Zuerst in Rapture, jetzt in Columbia. Hat was, muss man sagen. Hat was. Wir müssen da hinten hin, aber wir untersuchen hier. Was haben wir denn hier alles so Schönes? Nichts. Ich glaube, dahinter ist nichts. Okay, hier können wir wirklich laufen. Hier wird uns schon nichts passieren. Wenn wir regelmäßig die Umgebung absuchen, ist alles cool. Ist noch einer abgesprungen vom Schiff. Hier müssen wir eigentlich nicht lang. Aber ihr kennt mich ja, ihr kennt mich. Solange ich Loot schnuppere, werde ich dem auch nachgehen. Und tschüss, Madame. Loot. Oh oh. Ach du heilige Scheiße. Sind die alle geisteskrank oder so? Sehen die mich nicht? Oh, um Himmels Willen. Ein Automat. Ja, wir haben jetzt die meisten hier umgebracht, von daher. So, Lockpicks kann ich mir jetzt verkaufen, aber brauche ich nicht. So, wo müssen wir hin? Finde Finks Labor. Dafür müssen wir wahrscheinlich hier entlang. Na gut, automatisch gespeichert, das ist gut. Komm doch, hol mich. Hol mich. Ach, leck mich doch. Kein Bock auf dieses Katze-Maus-Spiel. Ich hab meine Munition wieder, sauber. There's a war coming. You can smell it in the air. Fear. Hatred. People dying every day. But how many more will suffer if we rise up? Violence begets violence, I know this. I've seen this. The rational mind argues for a peaceful solution to find a common ground, but what common ground is there to find for a father who watches his child bleed out in the street? How do you deny him his vengeance? I know that fire that burns deep inside. I know it all too well. And when the time comes, will I be able to stay the hand? Ich habe so das Gefühl, das wird hier noch zu einem Paradoxon kommen. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, wir werden zusehen, wie wir quasi die Vox-Tussi da töten. Das habe ich so ein Gefühl. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Das heißt, wir gehen mal hier dahin. Abgeschlossen. Ist das die andere Seite? Oh Gott. Abgeschlossen? Mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what?
We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No, there's a slot for some kind of key for manual winding. We've just gotta find that. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. Yeah, well, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Na super. War klar, dass es nicht so einfach wird. Our current state of being, or lack thereof, has left my brother. We've got the clock key. Hallo? Ja, Mann. Alles muss man ja selber machen. Our current state of being, or lack thereof, has left my brother unfulfilled. The biological urge to leave one's mark is strong. And it is not an impossibility. We could instantiate ourselves back in Columbia. Return to an old life for the possibility of creating new. But we died in that world. Returning would mean giving up part of us. Ourselves. We'd become flesh and all that it is heir to. The mysteries of the universe would become once again. Elizabeth hat das anscheinend geschafft. Wieder zurückzukehren in die alte Haut. So, dann drehen wir mal. Prayer. Wir suchen natürlich die ganzen anderen Räume, ist ja klar, ne? Oh, shit. Ich werde bestimmt nicht noch mehr trinken. Abel Prophet. Antoid. Prophet. Fahren die Vox hier auch, oder was? Alles nur für so eine kleine Info? Nichts anderes? Keine Powerwapen oder so? Moment, da blinkt da was. Achso, das sind die Zigaretten, ne? Na gut, gehen wir mal hier wieder raus. War ja schon irgendwo interessant, ne? Zeit weiterzugehen. Stellen wir mal die Uhr um. Warte mal, ich will da mitlesen, dann verstehe ich auch mehr. Das ist nämlich ganz praktisch. Sea slugs. Goddamn sea slugs. Could that Oriental have come up with a more inconvenient fuel for his plasmids? If there is a god, and I've seen more evidence to the contrary than in support, you'd think he'd have put Adam into the belly of a nice little seagull or crow. The cost of all these underwater expeditions are murdering my margins. Tja. Was? Kinect Soap beschlagnahmt in der Graveyard Shift Bar. Warum? As to the matter of religion, let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. But for the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we are all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man would be inventing him.
Das ist doch krank. Kein Wunder, dass das beschlagnahmt wurde. Naja. Ich würde sagen. Kostenschätzung. Ein Plasmid, ah. So, wir schauen uns hier nochmal kurz um, richtig? Mit den Wänden ist nichts verborgen. Bevor wir jetzt den letzten Raum betreten, werde ich die Folge beenden. Das heißt, morgen erfahren wir, wie es weitergeht. Haut rein, Leute. Euer Zero. Tschüss.